Ah, Menachem! Ah. Ich brauche in meiner Werkstatt ganz dringend ein bisschen mehr Ordnung hier in diesen Ecken. Hier finden öfters meine Drechselkurse statt und damit ich die in Zukunft noch einfacher vorbereiten kann, soll hier was hin, damit das in Zukunft auch besser funktioniert. Natürlich ist es wichtig, erstmal eine gute Zeichnung zu machen. Als erstes werde ich jetzt mal meine Formatkreise ein bisschen umstellen, aber dieses Mal so, dass ich mir nicht meinen Finger hier unten in der Führung zerballer, sondern im besten Fall ohne. Denn wir müssen im Prinzip die ganze Länge unseres Formattisches ausnutzen und so können wir das derzeit noch nicht tun. Deswegen müssen wir den ein bisschen verstellen. So ist er die ganze Zeit montiert für Plattenmaterialien, die ich schneide. Aber so werden wir ihn jetzt mal ganz rüberschieben, dass wir die komplette Länge unseres Formattisches halt auch eben nutzen können. So. Ich denke, so ist das im Sinne des Erfinders. Das ist schon crazy, was man hier dann an Verfahrweg hat. Crazy, crazy, crazy. So, da messen wir mal direkt, was wir da haben. Ich will nämlich auch Fritz und Franz benutzen. Die habe ich erst vor kurzem gebaut, denn die werde ich auch später brauchen beim Auftrennen. 1,80 Meter. Damit kann man arbeiten. Tag, neues Glück, die Brikettpresse läuft im Hintergrund schon ganz fleißig und an diese ganzen Bretter können wir jetzt eine 45 Grad Kante schneiden, machen wir an der Tischkreissäge. Aber erstmal absaugen ready mache. Das geht noch ein bisschen schwer runter. Alter, 45 Grad, uff, Müll genau, lecco mio. Die Kante hier ist jetzt ziemlich scharf, deswegen werden alle hier noch einmal abgerichtet. Und das machen wir da hinten.
einige Teile, die jetzt noch mal weiter ein bisschen bearbeitet werden müssen, dass wir sie gleich zusammenpacken können. Das Einfachste wäre jetzt, dass man diese Querteile einfach auf die senkrechten Latten festschraubt. Das wäre die einfachste Möglichkeit, aber ich will das Ganze so bauen, dass man das vielleicht auch in abgeänderter Form zu Hause nutzen kann. Und da soll das Ganze halt eben mit Flachdübeln verbunden werden. Das sieht einfach ein bisschen schicker aus, da werden wir dann später einen riesigen Rahmen haben. Und ich bin mal gespannt, ob das Ganze so gut funktioniert. Denn es ist hier natürlich extrem wichtig, dass die einzelnen Teile gleich lang sind. Ist ein Teil in der Mitte zu lang, werden alle anderen Verbindungen nicht so wirklich gut sein. Deswegen hoffe ich, dass die Teile möglichst wiederholgenau an der Formatkreissäge alle auch lang geworden sind. Denke ich schon, dass das so ist. Und jetzt müssen wir als erstes mal die Flachdübelverbindungen markieren. Wichtig ist es da, dass man von einer Seite alle Maße anmisst, weil wenn man immer von Maß zu Maß geht, dann wird man da irgendwann einen Doppelungsfehler bekommen. Deswegen mit dem Rollband einmal von unten nach oben markieren und das dann entsprechend gleich fräsen. Nacken. Jetzt kommt wohl das Schwierigste an dem ganzen Projekt, und zwar das Teil an der Wand montieren. Ich bin mal gespannt, ob ich es gerade hinbekomme. Let's go! Ah. Mann, ey, jedes Mal ist das der letzte Bix mit der Wand. Alter, cut das. Geht mir das auf den Sack, das geht mir so auf die Eier. Alter, das glaubt kein Mensch, mit welcher Wurzelschraube ich das Teil befestigen musste. Die Frage, die wahrscheinlich viele schon haben werden, ist, wie stabil ist denn das? Also generell muss man sagen, dass hier wird jetzt nicht dafür gedacht sein, da irgendwie tonnenschwere Dinge dran aufzuhängen, weil man sieht schon, das wackelt so ein bisschen. Das hier soll aber einfach so ein bisschen Vorratsecken sein, dass ich da halt eben so ein bisschen die Dinge auch verstauen kann, die ich halt eben nicht so oft brauche. Und wenn das ein bisschen wackelt, dann ist das tatsächlich gar nicht mal so ein Riesenproblem. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass ich hier diese Fächer nicht so breit machen werde, damit sie halt eben nicht so viel wackeln. Das würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen.
Nichtsdestotrotz ist das hier wirklich eine richtig, richtig feine Sache. Alter, Regale fängt euch rasch aus. Das ist echt der letzte Scheiß. Mir ist auch gerade was eingefallen, wenn ich hier schwere Regale reinhänge, dann kann ich auch zur Not einfach in der Mitte noch eine dünne Leiste anschrauben, damit die komplette Kraft auf diese ganzen Lamellen halt eben verteilt wird. Aber so ist das trotzdem immer noch okay. Wie gesagt, da werden wahrscheinlich keine großartig schweren Dinge reinkommen, sondern einfach nur Dinge für den Drechselkurs, damit halt eben da alles in Zukunft verstaut wird. Wahrscheinlich werde ich hier wirklich in der Mitte dann so eine dünne Leiste anbringen und einfach die ganzen Regale so bauen, dass die Leisten halt eben nicht so auffallen. Und gerade wenn man diese schweren Dinge dann weiter an die Seite befestigt, dann ist es auch wieder ein bisschen stabiler und stört dann tatsächlich gar nicht mal so mega. Man könnte so ganz hoch hängen, wie das dann kommt. Ja, aber es ist auch ganz cool, ne? Hui. So Leute, das soll es heute gewesen sein. Tschüssi.